Vielen Dank und herzlich willkommen, sehr geehrte Kundinnen und Kunden, zu unserem ALGI-Reform Kompakt am heutigen Tag. Diese ALGI-Reform wird am 1. April in Kraft treten. Das ist Ihnen mit Sicherheit alle bereits bekannt. An meiner Seite heute begrüße ich ganz herzlich Herr Geier, mein Geschäftsführer in der Verwaltung und Administration, und Herr Dr. Bertram aus der Kanzlei Teller-Wessing. Herr Dr. Bertram ist unser Experte zum Thema Arbeitnehmerüberlassung und wir werden Sie gemeinsam durch diese Präsentation führen. Wie bereits erwähnt, am Ende unserer Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, vor allem sich die Expertise von Herrn Dr. Bertram als neutraler Berater kann für Sie sehr hilfreich sein. Seien Sie bitte nicht schockiert, wenn Sie unten auf Ihr Bildschirm sehen, dass aufgenommen wird. Sie werden im Anschluss die Möglichkeit haben, sich unsere Präsentation sowohl runterzuladen als aber auch als Video zu bekommen. Natürlich, der Part Frage und Antwort wird nicht aufgenommen, sondern rein die Präsentation, die Sie jetzt gerade sehen. Worüber möchten wir Sie denn heute informieren? Die ALGI-Reform ist Ihnen mit Sicherheit alle sehr bekannt und einige von Ihnen haben innerhalb des Unternehmens sich mit der Thematik und mit der Umsetzung ab 1.4. beschäftigt. Wir möchten Ihnen heute zeigen, wie wir, USG People, und zwar UNIQ, Technikum und Cercle-Salé-Plus, Sie ab 1.4. mit der Umsetzung unterstützen werden und die Lösungen, die wir für Sie aufgestellt haben. Aber zuerst ein grobes Resümee von dem, was auf uns ab 1. April 2017 zukommt mit den neuen Regelungen. Wir wissen alle, dass wir ab 1.4. eine Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten haben werden, dann ein EQLP nach 9 Monaten bzw. spätestens 15 Monate, wenn wir mit Branchenzuschlagsunternehmen arbeiten und wir haben eine Kennzeichnung und Konkretisierungspflichten im Vertragswerk. Die Risiken bei Verstößen, das ist der Unterschied mit der neuen ALGI-Reform, ist, dass die Verstöße nicht nur seitens des Entleiher bzw. des Verleiher, sondern auch seitens des Entleiher. Und der richtige Dienstleister kennt und versteht die Regelung im Detail. Er übernimmt die Verantwortung auch für Sie. Wir ergreifen die Initiativen und wir organisieren und kümmern sich um Ihre Interesse. Die ALGI-Reform, ein Status quo und Ausblick. Wie erwähnt, wir haben in 3 Wochen wir haben in 3 Wochen den 3. April, aber Montag, wo wir dann mit den Kennzeichnungen und Konkretisierungspflicht arbeiten werden. EQLP nach spätestens 9 Monaten bedeutet aber 27. Dezember 2017. So haben wir es für uns auch interpretiert, denn wir reden von 30 Tage pro Monat. 9 mal 30 Tage ergibt dann der 27. Dezember 2017. Für Sie, die bereits einen Branchenzuschlagtarif haben, haben wir EQLP dann nach spätestens 15 Monaten, bedeutet dann der 25. Juni 2018. Und Höchstüberlassungsdauer nach 18 Monaten würde bedeuten 23.09.2018. Beziehungsweise es gibt bereits auch jetzt mit TV Light, das heißt im Bereich Metall-Elektro, einen Tarifvertrag, eine Tarifregelung, die abgeschlossen wurde nach 48 Monaten. Eine erfolgreiche Umsetzung erfolgt dann Schritt für Schritt. Ich möchte Ihnen gerne jetzt das Wort an Herrn Geier geben, der konkret mit Herrn Dr. Bertram über die unterschiedlichen Punkte eingehen wird und Ihnen auch unsere Änderungen, Umsetzung innerhalb unseres Unternehmens vorstellen. Vielen Dank, Frau Ottem. Herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Wie von Frau Ottem erläutert, lassen sich die Themen in verschiedene Blöcke unterteilen. Die Kennzeichnungs- und Konkretisierungspflichten, Equal Pay und die Höchstüberlassungsdauer. Diese unterschiedlichen Themenbereiche haben beginnend mit dem 1.4. unterschiedliche Zeitpunkte des Inkrafttretens. Im Folgenden werde ich Ihnen zusammen mit Herrn Dr. Bertram die einzelnen Bausteine der neuen Regelungen erläutern. Dabei wird Herr Dr. Bertram jeweils einen Einblick in den rechtlichen Hintergrund liefern. Ich werde Ihnen dann die Maßnahmen und nächsten Schritte konkret erläutern. Sie werden sehen, dass die Änderungen einfach nachzuvollziehen sind. Bei professioneller Umsetzung stellt keine der neuen Regelungen ein großes Problem dar.
Lassen Sie uns nun mit dem ersten Baustein beginnen, die Kennzeichnungs- und Konkretisierungspflicht. Diese werden als erster Baustein bereits zum 1.4. relevant. Herr Dr. Bertram, ich bitte Sie nun um eine kurze Erläuterung zu den rechtlichen Hintergründen. Vielen Dank, Herr Geier, und auch von meiner Seite hallo zusammen. Die Kennzeichnungs- und Konkretisierungspflichten teilen sich in drei einzelne Pflichten auf. Die erste ist relativ einfach und in der Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsunternehmen in der Regel auch schon erfüllt. Man muss in dem Vertrag selbst die Bereitstellung des Mitarbeiters, des Personals ausdrücklich als Arbeitnehmerüberlassung bezeichnen. Der Vertrag selber muss nicht Arbeitnehmerüberlassungsvertrag heißen, sondern die Leistung, die dort von dem Dienstleister erbracht wird, lieber Kunde, ich stelle dir einen Mitarbeiter zur Verfügung, muss diese ausdrückliche Kennzeichnung als Arbeitnehmerüberlassung erfahren. Das ist wichtig. Allerdings, wenn ein Arbeitnehmerüberlassungsvertrag als solcher dem Namen nach geschlossen wird, wie bei USG, wie klassisch in der Zeitarbeit selbst, genügt das dem schon. Das heißt, die Auswirkungen hat man hier in erster Linie dort, wo Verträge etwas atypisch formuliert sind, weil dort vielleicht eher im IT-Sektor oder ähnliches Personal gestellt wird, ohne dass man das bislang ausdrücklich als Arbeitnehmerüberlassung bezeichnet hat. Was bleibt, ist natürlich die gesetzliche Schriftform des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages und was auch bleibt, aber jetzt eine neue Brisanz bekommt, ist der Umstand, dass man einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag, also einen Vertrag, der ausdrücklich sagt, unsere Rechtsbeziehung untereinander ist Arbeitnehmerüberlassung, dass man diesen Vertrag vor Einsatz des Mitarbeiters geschlossen haben muss. Das liegt an einer zweiten Regelung, die aufgenommen wurde, die sogenannte Konkretisierung des Mitarbeiters. Dort ist jetzt gesetzlich vorgesehen, dass vor Beginn des Einsatzes eines Zeitarbeitnehmers dieser namentlich zu konkretisieren ist und bei dieser namentlichen Konkretisierung ausdrücklich Bezug genommen werden muss auf den Vertrag, in dem diese Dienstleistung als Arbeitnehmerüberlassung bezeichnet wurde. Das setzt dann eben notwendigerweise voraus, dass es einen Vertrag dann schon gibt, also vor Beginn der Überlassung, der als solches eine Arbeitnehmerüberlassung zum Vertragsgegenstand hat. Da gibt es im Grunde genommen zwei Konstellationen. Die eine ist, Sie arbeiten auf Basis eines Einzel-Arbeitnehmerüberlassungsvertrages, eines Einzel-AÖVs. Ich, USG, überlasse dir den Mitarbeiter Bertram ab Montag für voraussichtlich 3 Wochen. Dann muss dieser Einzelarbeitnehmerüberlassungsvertrag vor Beginn des Einsatzes von Herrn Bertram geschlossen sein. Dann ist darin auch die Konkretisierung des Mitarbeiters enthalten, weil der Einzel-AÖV ja ausdrücklich auf den Mitarbeiter Bertram hin abgeschlossen wurde. Alternative dazu: Sie haben mit dem Personaldienstleister USG einen Rahmenvertrag geschlossen, eine Grundsatzvereinbarung, wie Sie es auch immer bezeichnen wollen, und sagen, wenn wir beide vertraglich zusammenarbeiten, USG einerseits und ich Kunde andererseits, dann ist diese Dienstleistung, die wir da austauschen, Arbeitnehmerüberlassung. Dann können Sie vor Beginn des Einsatzes des Herrn Bertram morgen früh um 8 eine Konkretisierung vornehmen, ohne dass Sie dafür extra einen Vertrag schließen müssen. Dann können Sie sagen, per E-Mail, per Telefax, auf Basis dieses Grundlagenvertrages, dieses Rahmenvertrages von 2015, wird der Bertram ab morgen früh überlassen. Dann gibt es darin die Konkretisierung, der Bertram ist namentlich bezeichnet und es gibt den ausdrücklichen Bezug auf einen Vertrag, der klarstellt, diese Rechtsbeziehung ist Arbeitnehmerüberlassung. Das genügt dann dieser Konkretisierungsverpflichtung und auf diese Weise, also über die Bezugnahme eines solchen Rahmenvertrages, eines Grundlagenvertrages, den Sie zeitlich deutlich eher geschlossen haben können, behalten Sie die Schnelligkeit in der Umsetzung eines neuen Personaleinsatzes, wie Sie ihn bislang kennen. Andernfalls, wenn Sie einen solchen Rahmengrundlagenvertrag nicht haben, müssen Sie den einzelnen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag geschlossen haben, bevor der Bertram bei Ihnen den Einsatz beginnt. Und geschlossen haben heißt im Sinne des Schriftformerfordernisses, § 12 Absatz 1 AÖG, der Vertrag muss beidseitig im Original unterschrieben sein, sowohl vom Personaldienstleister als auch von Ihnen, vom Kunden selbst. Das heißt, da brauchen Sie eine entsprechende Umsetzungszeitspanne vorab. Das heißt, wenn Sie jetzt heute erkennen, ich brauche morgen früh den Bertram, weil ich hier eine Krankheitsvakanz habe oder ähnliches, hätten Sie jetzt noch roundabout 12 Stunden Zeit, 14 Stunden, 18 Stunden, um diesen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag erstmal zu schließen, damit der geschlossen ist, zweimal unterschrieben ist, bevor der Bertram anfängt.
Das ist dem Gesetzgeber sehr wichtig. Der Gesetzgeber will hierdurch verhindern, dass jemand diese engeren Grenzen des Arbeitnehmerüberlassungsrechts, 18 Monate, 24 Monate und so weiter, zukünftig umgehen kann, indem er sagt, naja, vielleicht versuchen wir es mal als Werkvertrag und erst dann, wenn jetzt irgendwie eine Überprüfung, eine Kontrolle kommt, berufen wir uns nachträglich auf Arbeitnehmerüberlassung. Das ist das Ziel, das hier verfolgt wird. Es muss vorher eine Festlegung erfolgen. Wenn der Bertram eingesetzt ist, ist das Arbeitnehmerüberlassung. Dem Gesetzgeber ist das so wichtig, dass er sagt, wenn Sie das nicht machen, wenn Sie entweder den Vertrag nicht als Arbeitnehmerüberlassung bezeichnen oder aber den Bertram nicht konkretisieren und sagen, dieser Einsatz ist tatsächlich Arbeitnehmerüberlassung gemäß Rahmenvertrag von letzten Monat oder ähnliches, dann ist allein eins von den beiden ein Bußgeld bis zu 30.000 Euro wert. Also eine sehr, sehr hohe Pönale für einen Reinformverstoß. Wenn Sie beides verabsäumen, wenn Sie weder den Vertrag als Arbeitnehmerüberlassungsvertrag konkretisiert haben, noch eine Konkretisierung des Mitarbeiters vorgenommen haben. Also typischerweise, wenn Sie heute anrufen und sagen, ich brauche den Bertram morgen früh und Sie haben keinen Rahmenvertrag, der Einzelarbeitnehmerüberlassungsvertrag wird erst am Freitag geschlossen, dann hat das zur Folge, dass in dem Augenblick, wo der Bertram bei Ihnen eingesetzt wird, alle Vertragsverhältnisse zwischen Ihnen und USG, das Arbeitsvertragsverhältnis zwischen USG und dem Bertram unwirksam werden. Neue Rechtsfolge, Paragraph 9, und dass der Bertram in ein Arbeitsverhältnis mit Ihnen rückt. Der Bertram wird dann in der Minute, in der er bei Ihnen anfängt zu arbeiten, Ihr Arbeitnehmer. Also eine sehr, sehr weitgehende Rechtsfolge. Da ist dann nicht nur die Entstehung eines Arbeitsverhältnisses hinter, da ist nicht nur die Verpflichtung für Sie zu Ihren Lasten hinter, Lohn an den Herrn Bertram zu zahlen, sondern ist insbesondere die Verpflichtung hinter, die Sozialversicherungsbeiträge für Herrn Bertram abzuführen, und dieses Nichtabführen von Sozialversicherungsbeiträgen hat dann am Ende Ordnungswidrigkeiten und vielleicht sogar strafrechtliche Folgen. Deswegen hat der Gesetzgeber diese hohe Strafhürde gewählt, um Sie auf der Kundenseite zu zwingen, hier diese Formalie einzuhalten. Sehr gut. Ja, für den Moment denke ich, sehr umfangreiches Feedback von Ihnen, Herr Dr. Bertram. Danke für die Ausführungen schon mal an dieser Stelle. Wir haben im Nachgang ja auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich denke, es ist allen klar geworden, dass es eine gewisse Komplexität beinhaltet. Ich möchte Ihnen nun das weitere Vorgehen und die konkreten Schritte zum Start am 1.4. erläutern. Vorab möchte ich dabei hervorheben, dass wir als Ihr Dienstleister alle Maßnahmen ergreifen, um jedwede Risiken zu vermeiden. Wir betrachten all diese Verpflichtungen auch aus Ihrer Brille und nicht aus unserer Brille. Wie Sie auch von Herrn Dr. Bertram gehört haben und wie Sie auch wissen, entstehen ja gemeinsame Risiken oder auch gemeinsame Sanktionen. Und eben deshalb betrachten wir das als Ihr Dienstleister auch aus Ihrer Brille. Wir folgen dabei der Expertise namhafter Kanzleien und Experten wie eben Herrn Dr. Bertram. Weiter sind wir selbstverständlich auch in engem Austausch mit dem Verband und Expertenkreisen. Sie alle kennen dabei bestimmt das Phänomen, dass zwei Experten oder Anwälte auch gerne drei oder mehr Meinungen haben, manchmal sogar in einer Person. Wir haben aber all diese herrschenden Meinungen überprüft und wählen im Zweifel immer in Ihrem Interesse den sicheren Weg. So auch hier geschehen für die Umstellung der Kennzeichnungs- und Konkretisierungspflichten zum 1.4. Für die erstmalige Umstellung und zum Start der Kennzeichnungs- und Konkretisierungspflichten erhalten Sie deshalb von uns ein Paket, mit welchem wir einen rechtlich sicheren und korrekten Start sicherstellen. Dieses Paket beinhaltet zum einen die Meldungen aller Mitarbeiter im Einsatz zum Stichtag 1.4. Diese sind ja in unserem System vermerkt und wir können daher diese Meldungen zentral aus unseren Systemen ziehen und Ihnen zukommen lassen. Es mag Stimmen geben, welche die Meldepflicht nur auf neue Einsätze ab dem 1.4. beziehen. Dies ist aber nicht die herrschende Meinung und auch nicht die Meinung der führenden Experten wie Herrn Dr. Bertram. Wir lassen daher diesbezüglich keine Interpretationsspielräume offen oder irgendwelche offenen Flanken, die uns Risiken bringen können. Für Sie sollen keine Risiken entstehen, daher melden wir alle Mitarbeiter noch einmal vorsorglich. Die Meldungen im Rahmen der Konkretisierungspflichten bedürfen nicht direkt der Schriftform, wenn Sie sich auf ein Dokument oder eine Vereinbarung in Schriftform berufen. Das hat der Herr Dr. Bertram jetzt gerade auch nochmal ausgeführt. Und aus diesem Grund erhalten Sie neben den Meldungen
eine Vereinbarung für die Zusammenarbeit in der Arbeitnehmerüberlassung. Diese Vereinbarung beinhaltet keine Veränderungen zu unseren vereinbarten Konditionen, Lieferbedingungen. All diese Absprachen bleiben hiervon unberührt. Bitte verstehen Sie dieses Dokument A als eine Grundlagenvereinbarung für die Meldungen und B als eine Basisvereinbarung für die übrigen Kennzeichnungs- und Konkretisierungspflichten. Hierzu zählt beispielsweise die von Herrn Dr. Bertram angeführte konkrete Benennung der Dienstleistung als Arbeitnehmerüberlassung oder auch in Bezugnahmen diverser Gesetze oder Regelungen. Auch wenn, wie von Herrn Dr. Bertram vorgetragen, unsere Verträge heute bereits den Großteil dieser Regelungen schon abdecken, gehen wir hier auch auf Nummer sicher und schaffen noch einmal ein neues Dokument zeitgerecht zum Start, um Ihnen Sicherheit zu bieten. Die Vereinbarung, diese Grundlagenvereinbarung, enthält auch einen weiteren Passus, den ich Ihnen ebenfalls kurz erläutern möchte. In dieser Vereinbarung werden wir mit einer pauschalen Vereinbarung mit Ihnen vorsorglich alle schlummernden Arbeitnehmerüberlassungsverträge beenden. Was ist unter einem schlummernden Arbeitnehmerüberlassungsvertrag zu verstehen? Ein schlummernder Arbeitnehmerüberlassungsvertrag ist ein Vertrag, der nicht beliefert wird, der nicht mehr aktiv gelebt wird, der aber nie gekündigt wurde. In der Vergangenheit war es zu keinem Zeitpunkt notwendig, einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag offiziell zu beenden. Mit Ende der Überlassung endete die Zusammenarbeit und die damit verbundene Rechnungsstellung. Alle waren zufrieden. Wir sorgen aber mit dieser pauschalen Aufhebung nun für eine rechtliche Klarheit zum Start. Theoretisch können schlummernde Verträge zu einer unterschiedlichen Berechnung der Fristen führen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ein Mitarbeiter wurde an Sie von Januar diesen Jahres bis Februar überlassen. Nun beginnt die AOG-Reform zum 1.4. und der Mitarbeiter kehrt aber im Juni diesen Jahres wieder in Ihren Betrieb zurück. Die zentrale Frage ist nun, ob für den Start der Fristen für die höchste Überlassungsdauer oder Equal Pay nun der Juni herangezogen wird oder ob aufgrund des nie beendeten Vertrages die Frist bereits ab 1.4. beginnt. Die Juristen sind sich hier noch uneins. Aktuell gehen aber die meisten Experten und auch wir stark davon aus, dass das Gesetz nicht so interpretiert wird. In jedem Fall wird aber eine pauschale Beendigung in diesem Fall das Problem lösen. Somit schaffen wir auch hier eine rechtlich saubere Lösung. Schaden tut diese pauschale Aufhebung andererseits niemandem. Wir erhalten das gesamte Paket mit Meldungen und der dazugehörigen Grundlagenvereinbarung rechtzeitig Ende März noch vor Start. Selbstverständlich ist diesem Paket auch ein Anschreiben beigefügt, das Inhalt und Hintergrund, wie soeben vorgestellt, auch unseren Ansprechpartnern in Ihrem Haus erläutert. Ihr einziges To-Do für einen rechtlich sauberen und sicheren Start bleibt die Gegenzeichnung der Grundlagenvereinbarung. Das Gesetz sieht, wie von Herrn Dr. Bertram ausgeführt, die Schriftform vor. Daher ist an dieser Stelle eine Unterschrift notwendig. Die Freigabe und Unterschriftsprozesse in Ihrem Haus sind selbstverständlich in Ihren Händen. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie lediglich darauf hinweisen und hervorheben, dass es sich bei der Zeichnung nicht um einen Vertrag im herkömmlichen Sinne handelt mit Konditionen, Lieferbedingungen, Preisen oder Abnahmeverpflichtungen. All diese Punkte werden nicht berührt. Durch die Unterschrift entstehen keinerlei Risiken oder Verpflichtungen. Vielmehr sind mit dieser einen Unterschrift alle Anforderungen zur Einführung der Kennzeichnungs- und Konkretisierungspflicht erfüllt. Wir hoffen, dass dies in Ihrem internen Prüf- und Zeichnungsprozess die Arbeit erleichtert. In jedem Fall haben wir einen Weg gewählt, der Ihnen bei minimalem Aufwand maximale Transparenz und Rechtssicherheit bietet. Das ist für uns als Ihr Dienstleister selbstverständlich. Nach der erfolgreichen Erstmeldung und Zeichnung der Grundlagenvereinbarung haben wir auch eine rechtlich saubere Basis für künftige Einsätze geschaffen. Diese werden Ihnen dann mit Bezug auf die Grundlagenvereinbarung vor Beginn per E-Mail oder Brief gemeldet. Entsprechende Vorlagen und Funktionalitäten sind in unseren Systemen bereits vorbereitet. Selbstverständlich bewahren wir die Meldungen für eine etwaige Prüfung neben Verträgen und allen anderen Dokumenten auf. Kommen wir nun zum nächsten Themenbereich, im Equal Pay. Dieses wird frühestens zum 27.12.2017 konkret relevant. Das ist das erste Datum, das erste mögliche Startdatum einer Equal Pay Entlohnung.
Sie werden aber sehen, dass wir uns selbstverständlich nicht bis zu diesem Zeitpunkt Zeit lassen werden, sondern ganz im Gegenteil schon sehr zeitnah mit Ihnen in die Analyse und Planung einsteigen werden. Nun möchte ich aber zunächst Herrn Dr. Bertram bitten, kurz die rechtlichen Hintergründe zum Thema EquiPay zu erläutern. Vielen Dank, Herr Geier. Der Gesetzgeber hat neu vorgesehen, dass für Einsätze, die gerechnet ab dem 1. April 2017 die zeitliche Dauer von 9 Monaten überschreiten, ab Überschreiten dieser 9-Monats-Grenze ein EquiPay zu zahlen sein soll. Es hat mehrere Eckpunkte. Der erste wesentliche Eckpunkt ist, dass die Überlassungszeiten erst ab 1. April zählen. Der Mitarbeiter kann auch schon jahrelang bei Ihnen im Einsatz sein. Am 31.03. wird einmal nochmal die Reset-Taste gedrückt. Der fängt bei 0 an und ab 1.04. wird gezählt. Das Gesetz sagt, die Überlassungsdauer ist zu berechnen bis hin eben zu diesem 9-Monats-Punkt. Die Überlassungsdauer muss aber nicht am Stück absolviert sein, sondern kann auch in mehreren Abschnitten sich zusammensetzen. Der Mitarbeiter ist am 1. April bei Ihnen im Einsatz, er bleibt bis Ende Mai, er geht dann 3 Wochen raus, weil Sie ihn gerade mal nicht brauchen, kommt nach den 3 Wochen wieder, dann ist der Zeitraum April bis Mai zu rechnen und dann ist dann, wenn er 3 Wochen später wiederkommt, die danach laufende Einsatzzeit zu den ersten 2 Monaten April, Mai hinzuzuzählen. Erst wenn der Mitarbeiter mehr als 3 Monate, passen Sie bitte auf die gesetzliche Formulierung auf, also mehr als 3 Monate, nicht nur 3 Monate, sondern 3 Monate und einen Tag, bei Ihnen nicht überlassen war, erst dann werden die Voreinsatzzeiten gelöscht. Das ist also wie so ein altes 4-Gewinnspiel. Für jeden Einsatzmonat wird so ein gelber Jeton da reingeworfen. Der Mitarbeiter geht raus. Erstmal bleiben die Jetons stehen. Erst wenn er mehr als 3 Monate nicht an Sie überlassen war, macht man das 4-Gewinnspiel unten auf, lässt die Jetons rausrieseln und der Mitarbeiter ist wieder bei Null. Wenn er danach an Sie überlassen wird, beginnen die 9 Monate neu zu zählen. Weil sich die Überlassungsdauer von 9 Monaten auf diese Weise in mehreren Abschnitten zusammensetzen kann, wird zum Teil die Auffassung vertreten, dass hier eine besondere Fristenregelung des BGB greift, 191 BGB für diejenigen, die da nachschauen wollen. Und da ist vorgesehen, dass wenn eine Frist in solch mehreren Abschnitten zusammengesetzt ablaufen kann, dass wir jetzt nicht mehr konkret mit Monaten rechnen, also der Januar mit 31 Tagen und der Februar mit 28 und so weiter, sondern dass man jetzt pauschaliert und sagt, eine 9-Monats-Frist heißt 9 mal 30 Tage. Das ist kürzer als die eigentliche Frist. Deswegen endet diese 9-Monats-Frist hier vorsorglich auch schon am 27. Dezember, weil eben 9 mal 30, 270 Tage gerechnet ab dem 1. April erstmals am 27. Dezember diesen Jahres ablaufen können. Ist unklar, wird sich über die Rechtsprechung klären. Klare Empfehlung, nehmen Sie aus Gründen der Rechtssicherheit diese etwas kürzere Frist von 270 Tagen. Auf diese Weise kann die Dauer der Überlassung ohne EquiPay, diese 9 Monate gesprochen, nicht überschritten werden. Wenn Sie andersrum 9 Monate ausreizen, den ganzen Monaten rechnen bis zum 31.12., kann es passieren, dass Sie eben halt schon 4 Tage über die Frist laufen, ohne hinten EquiPay zu machen, mit entsprechenden Bußgeldfolgen etc. Das ist der gesetzliche Grundfall. Der gesetzliche Grundfall kann überdeckt werden durch eine tarifliche Regelung auf Seiten der Personaldienstleister, der Verleiher. Das sind im Kern die sogenannten Branchenzuschlagstarifverträge, die wir heute schon in den Branchen Metall, Elektro, chemische Industrie, Kunststoff etc. kennen. Der Gesetzgeber hat ausdrücklich geregelt, wenn für den Einsatz des Mitarbeiters eine solche tarifliche Regelung in Kraft tritt, wonach der Mitarbeiter spätestens beginnt nach 6 Wochen ein sich langsam über die Dauer des Einsatzes steigerndes Entgelt erhält, einen Branchenzuschlag. Du bist länger dort bei dem Kunden in der Branche eingesetzt, also kriegst du jetzt 15% mehr, 20% mehr etc. Und wenn dieser Tarifvertrag zukünftig vorsieht, dass der Mitarbeiter im 15. Monat spätestens ein tarifliches EquiPay bekommt, also ein Entgelt, von dem auch die an dem Tarifvertrag beteiligte Gewerkschaft sagt, das ist ungefähr dasselbe, wie im Kundenbetrieb gezahlt wird, dann gilt diese tarifliche Lösung und das gesetzliche EquiPay nach 9 Monaten tritt dahinter zurück, muss also nicht umgesetzt, muss nicht praktiziert werden, sondern es genügt, dass der Personaldienstleister USG dem Mitarbeiter diese tariflichen Branchenzuschläge zahlt.
Das ist eine Regelung, die ist letztendlich ins Gesetz aufgenommen worden, um den Zeitarbeitsverbänden zusammen mit den Gewerkschaften die Möglichkeit zu geben, die schon existierenden Branchenzuschläge zu ergänzen, dort für den Monat 15 so eine Equal Pay Komponente aufzunehmen und auf diese Weise das Equal Treatment oder das Equal Pay, wie ich das gerade gesetzlich beschrieben habe, gänzlich abzulösen. Wir sehen heute schon über die Verhandlungen Metall-Elektroindustrie mit den Zeitarbeitsverbänden, dass es mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit dazu kommen wird, dass wir uns dort mit der neuen Monatsfrist nie auseinandersetzen müssen, weil die jetzt noch im Frühjahr, Sommer dort einen Branchenzuschlagstarifvertrag aufsetzen wollen, der das ablöst, sodass wir erst über tarifliche Entgeltsteigerungen im 15. Monat auf etwas kommen, was dann eben tarifliches Equal Pay ist. Was sich völlig loslöst erstmal von dem, was Ihre Mitarbeiter auf Kundenseite tatsächlich bekommen, sondern ein tarifliches Entgeltsystem, was einem heißt, der kriegt so und so viel Prozent Zuschlag zum normalen Grundentgelt. Und das ist dann so hoch, dass auch die Gewerkschaft, die dort dann jeweils zuständig ist, sagt, das genügt uns so. Und auf diese Weise muss man das tatsächlich hier Equal Pay, also das Abfragen beim Kunden, was verdient dieser Mitarbeiter nach eurem System, wie sind eure Entgeltarten, wie berechnet ihr Überstundenzuschläge etc. pp. An den Stellen nicht umsetzen, wo ein solcher Branchenzuschlagstarifvertrag greift. Also BZTV, wie hier auf der Folie im dritten Bullet Point genannt. Damit hat diese Equal Pay Regelung, diese gesetzliche, eine unterschiedliche Relevanz für Sie. Wenn Sie im Zuständigkeitsbereich der IG Metall liegen oder der IG BCE, klassisch Metall, Elektro, Kunststoff, Chemie, würde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dieses gesetzliche Equal Pay nach 9 Monaten für Sie nicht relevant wird, weil dort die Gewerkschaften klar signalisiert haben, wir werden die Branchenzuschlagstarifverträge, die schon existieren, dort ergänzen und dann kommen wir in diese tarifliche Regelung und dann gibt es halt nach 15 Monaten Equal Pay etc. Wenn Sie im klassischen Zuständigkeitsbereich von Verdi liegen, also gerade Logistik, gerade Krankenhaus, Gesundheitsversorgung, gerade Dienstleistungssektor, Versicherung, Banken, sehen wir heute schon, dass Verdi sich nicht geöffnet hat für Branchenzuschlagstarifverträge. Es gibt keinerlei Signal, dass sie diese Haltung überdenken oder jetzt gerade angesichts dieser Equal Pay Aussicht nach 9 Monaten sich hier gesprächsbereiter zeigen. Wenn Sie also in diesen Sektor gehören, wenn Ihre Unternehmung dort verortet ist, dann wird für Sie mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit das Equal Pay nach 9 Monaten greifen, also erstmals am 27. Dezember diesen Jahres. Das bedeutet dann, wenn Sie mit dem gesetzlichen Equal Pay konfrontiert sind, dass der Dienstleister auf Sie zukommen muss. Das muss er nicht am Anfang der Überlassung machen, sondern rechtzeitig vor Erreichen dieser 9-Monats-Grenze. Und Sie im ersten Schritt fragen muss, was würde mein Mitarbeiter, den ich dir, lieber Kunde, überlassen habe, in deinem Entgeltsystem verdienen? Ordnet den mal in euer Tarifsystem ein. Ist der dann nach EG 6, ist der EG 5, wie auch immer? Und dann eben sämtliche Entgeltarten bei Ihnen abfragen. Sämtliche Arten von Zulagen und Zuschlägen, ein 13. Monatsgehalt und etwaige Geldwertenvorteile bis hin zu einer Dienstwagenberechtigung von mir aus bei höher qualifizierten Tätigkeiten. Das ist das gesetzliche Equal Pay. Das muss der Personaldienstleister dann nach Lohnabschnitten, also in der Regel monatsweise, so umsetzen. Das heißt, immer gucken, was würde der Mitarbeiter nach dem USG-System verdienen, also nach Tarifvertrag BAP und seinem Arbeitsvertrag, das in Summe in ein Reagenzglas schütten und dort einen bestimmten Pegelstand für diesen Monat erreichen, den Betrag von 2.000 Euro, jetzt mal vereinfacht gesagt. Und dann wird für den gleichen Vergütungsabschnitt für den gleichen Monat der Mitarbeiter fiktiv in Ihrem Entgeltsystem abgebildet, mit Ihrem Grundlohn, mit Ihren Zulagen, Ihren Zuschlägen. Das wird auch alles in dieses zweite Reagenzglas geschüttet und dort wird dort der Pegelstand gemessen. Und wenn dann die Entgeltbedingungen bei Ihnen günstiger sind, sodass er für diesen Monat 2.300 Euro verdienen würde, dann hat er einen Anspruch darauf, dass er diese 300 Euro Differenz zwischen einerseits USG 2.000 und andererseits 2.300 bei Ihnen zusätzlich vergütet bekommt. Es erfolgt also kein Vergleich nach Entgeltarten. Wir gucken mal hier nach Überstundenzuschlägen. Ah ja, die sind bei USG besser. Und da nach 13 Monatsgehalt. Ah nee, das ist beim Kunden besser. So ein Cherry-Picking. Sondern es kommt ein Gesamtsummenvergleich zustande, in dem eben für den jeweiligen Monat alle Entgelte zusammen addiert und dann in der Summe verglichen werden. Wenn sich bei diesem Vergleich ergibt, dass er in Ihrem System weniger verdient hätte, verbleibt es allerdings bei der Vergütung gemäß Arbeitsvertrag und Tarifsystem USG,
weil das so ein Bestbegünstigungsgrundsatz ist, ähnlich wie ein Mindestlohn. Unter das, was er vertraglich mit USG vereinbart hat, kann der Mitarbeiter nie fallen. Der Mitarbeiter hat, das vielleicht noch so als letzten Punkt, dann noch das Recht, bei Ihnen geltend zu machen, diese fiktive Einordnung in Ihr Entgeltsystem ist zu niedrig. Ich habe mir das angeguckt, die Mitarbeiter beim Kunden, die die gleichen Tätigkeiten verrichten wie ich, kriegen tatsächlich mehr, weil sie vielleicht schon 2 Jahre da sind, weil sie irgendeinen zeitlichen Bewährungsaufstieg durchgemacht haben oder ähnliches. Dann müsste auf einen konkreten Equal-Pay-Vergleich umgestellt werden. Aber Sie haben im Grundsatz erstmal die Möglichkeit, den Mitarbeiter in Ihr Entgeltsystem einzuordnen und auf diese Weise fiktiv ihn so zu vergüten, als würde er bei Ihnen neu anfangen am ersten Tag oder ähnliches. Das ist sozusagen die Gegenüberstellung der beiden Equal-Pay-Arten, das Gesetzliche mit diesem konkreten Vergleich. Was ist bei Ihnen in Ihrem Entgeltsystem zu zahlen? Und das tarifliche Equal-Pay, das dann einfach aus der Entgeltsystematik der Zeitarbeit selbst herausrechnet, also der Grundlohn des Zeitarbeitnehmers wird mit Zuschlägen aufgestockt um XYZ%, mit dem Effekt, dass man bei Ihnen keine Entgeltarten abfragen muss, dass man bei Ihnen die dahinterliegenden Vergütungsvoraussetzungen nicht abfragen muss, sondern der Personaldienstleister USG weiterhin aus seinem System heraus eigenständig die Entgelte berechnen kann und das sich völlig von Ihnen abkoppelt. Gut. So im Überblick. Vielen Dank, Herr Dr. Bertram. Ja, es gibt hier sehr verschiedene Fristen und je nach Kundensituation und Branche ist es unterschiedlich zu bewerten. Sie können sich aber sicher sein, dass wir a. genau wissen, was in Ihrem konkreten Fall immer richtig ist und b. auch die Systeme haben, um später jedwede Lohnzahlung abzubilden. Dafür sind wir Experten und das ist unser Job. Für eine gute und saubere Planung und Umsetzung haben wir spezielle Tools entwickelt. Wir haben zum einen ein Tool, welches für alle Mitarbeiter, je nach Einsatzbetrieb und Kundenbranche, also für Ihren konkreten Einsatzfall, die Fristen für Equal Pay nach 15 oder 9 Monaten exakt taggenau berechnet. Wir folgen da auch der konservativen Berechnung, die gerade Herr Dr. Bertram auch aufgeführt hat, mit 30 Tagen. Dieses Tool dient uns allen als Basis, um genau zu verstehen, über welche Mitarbeiter wir zu welchem Zeitpunkt sprechen sollten. Die Funktionalität ist fest in unserer Software integriert und greift dabei auf alle verfügbaren Daten automatisch zu. Gute Nachricht, wir haben selbe Funktionalitäten auch in einem Tool programmieren lassen, welches wir Ihnen gratis zur Verfügung stellen möchten. Mit diesem Tool können auch Sie selbst an Ihrem Computer, in Ihren Systemen Einsätze und Unterbrechungen erfassen. Es kann übergreifend für alle Mitarbeiter, alle Dienstleister genutzt werden. Es ist auch möglich, dass wir diese Daten für Sie zentral pflegen. In jedem Fall stellen wir Ihnen aber das Tool gerne zur Verfügung. Mit diesen Tools können wir mit langer Vorausplanung Mitarbeiter und Fristen genau identifizieren. Ausgehend davon können wir dann in einem zweiten Tool genau in die Kalkulation einsteigen. Bevor wir gemeinsam eine Lösung zum jeweiligen Mitarbeiter und Einsatz finden müssen, sollten wir genau verstehen, wovon wir im Einzelfall sprechen. Was konkret bedeutet Equal Pay in Euro und in Summe? Wie groß ist denn die Lohndifferenz? Wir bei USG haben bereits seit Jahren ein umfangreiches Kalkulationstool im Einsatz. Es ist in dieser Form und Funktionalität in der Branche einmalig. Hiervon profitieren wir nun gemeinsam mit Ihnen. Wir haben den Kalkulator, der fest mit unseren Systemen und allen Daten verdrahtet ist, um die Funktionalitäten Equal Pay erweitert. Wir können bei Ihrem Kundenprofil diverse Equal Pay-Situationen dokumentieren und hinterlegen. Der Vorteil für Sie ist, dass wir Sie nur ein einziges Mal zu den Konditionen vergleichbarer Mitarbeiter befragen werden. Im System sind diese Werte dann zentral gespeichert und können für Kalkulationen aufgerufen werden. Automatisch berechnet das Programm dann den entsprechenden Equal Pay Lohn sowie die Differenzen. Das ist die Grundlage für eine weitere Analyse und eine Vereinbarung der Konditionen mit Ihnen. Wir werden bereits im April auf Sie zukommen, um in die Kalkulation einzusteigen und so eine gute Planung für Sie und uns zu gewährleisten. Es ist uns dabei wichtig, Entscheidungen und Planungen auf Basis von Fakten und konkreter Berechnung zu treffen.
Dies können wir mit den Tools und Funktionalitäten unserer Systeme sicherstellen. Wir sind zuversichtlich, dass wir ausgehend von einer soliden Analyse mit Ihnen gute Lösungen erarbeiten werden. Lassen Sie uns nun den nächsten Themenkomplex angehen. Die Höchstüberlastungsdauer von 18 Monaten. Das erstmalige Datum, an welchem diese relevant werden kann, ist der 23.09.2018. Herr Dr. Bertram, bitte erläutern Sie uns auch zu diesem Thema kurz die rechtlichen Hintergründe. Vielen Dank. Der Gesetzgeber hat eine zweite Fristenregelung aufgenommen, indem er gesagt hat, die Überlastung des einzelnen Mitarbeiters an den jeweiligen Kunden und Endleier darf in der gesetzlichen Grundform maximal 18 Monate andauern. Auch hier berechnet sich diese Frist erst ab 1. April 2017. Auch hier werden etwaige Vorüberlastungszeiten nochmal am 31.03. spätabends auf Null gestellt, sodass eben diese 18 Monate erst hinten im September 2018 abgelaufen sein können. Auch hier können sich die 18 Monate in unterschiedlichen Zeitabschnitten zusammensetzen. Der Mitarbeiter wird von April bis Ende Juni überlassen, hat schon mal 3 Monate. Dann geht er einen Monat zu einem anderen Kunden, kommt dann wieder. Dann werden die nachfolgenden Zeiten zu den 3 Monaten der ersten Überlassung hinzuaddiert, sodass sich nach und nach eben 18 Monate zusammen addieren können. Deswegen auch hier Fristberechnung im Sinne von 18 mal 30 Tage, also 540 Tage Höchstüberlassungsdauer, was auch hier wiederum weniger ist als 18 Monate, sodass eben dieses krumme Datum zustande kommt des 23. September 2018 als möglichstes, frühestmögliches Höchstüberlassungsende, beginnend für einen Einsatz am 1. April, der dann eben am 23. September diese rechnerischen 18 Monate, also 540 Tage, erfüllt hätte. Die Überlastungshöchstdauer berechnet sich pro Mitarbeiter. Sie können also den Mitarbeiter Bertram 18 Monate entleihen und auf demselben Arbeitsplatz danach einen anderen Zeitarbeitnehmer einsetzen, also durchrotieren lassen. Die 18 Monate werden aus verschiedenen oder mehreren hintereinanderliegenden Überlassungsabschnitten zusammenaddiert, wenn zwischen diesen unterschiedlichen Überlassungen nicht irgendwann eine Unterbrechung von mehr als 3 Monaten liegt. Dann würde auch wieder auf Null gestellt und der Mitarbeiter könnte danach wieder neu 18 Monate an Sie überlassen werden. Die Berechnung erfolgt nur entleiherbezogen, aber eben auch entleiherbezogen. Das heißt zweierlei. Zum einen, wenn Sie gesagt haben, nach 18 Monaten, der Bertram ist ein super Zeitarbeitnehmer, ein super Mitarbeiter gewesen, dann können Sie den Bertram Ihrer Schwestergesellschaft empfehlen und sagen, liebe Konzernschwester, den Bertram kannst du ungesehen nehmen, der ist toll. Dann werden die Zeiten, die der Bertram bei Ihnen absolviert hat, bei der Konzernschwester nicht angerechnet. Also es gibt keine konzernweite Betrachtung oder zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft oder Ähnlichem. Sodass eben die Berechnung tatsächlich immer nur auf die Person des jeweiligen Endleihers bezogen ist. Aber eben auch auf diese ganze Person des Endleihers. Das heißt, wenn Sie 3 verschiedene Betriebe haben, einen in Köln, einen in Düsseldorf und einen in Dortmund, und der Bertram ist 18 Monate in Köln gewesen, dann können Sie ihn danach auch in den Betrieb in Düsseldorf oder Dortmund nicht mehr entleihen, weil Sie als juristische Person, als entleihende Gesellschaft, als Ganzes betrachtet werden. Das ist also keine Betrachtung nach unterschiedlichen Betriebsstätten, sondern eine Betrachtung nach juristischer Person Entleiher. Diese Höchstüberlassungsdauer kraft Gesetzes auf 18 Monate ist auch nur der Grundfall. Auch hier hat der Gesetzgeber gesagt, es gibt die Möglichkeit, über eine tarifliche Regelung eine längere Höchstüberlassungsdauer und offen gesagt sogar eine kürzere Höchstüberlassungsdauer festzulegen. In diesem Fall aber nicht durch einen Tarifvertrag der Zeitarbeit, so wie gerade mit den Branchenzuschlägen und dem Equal Pay System, sondern in diesem Fall durch eine tarifliche Regelung auf Kundenseite. Sie müssten also im Blick behalten, ob der für Sie einschlägige Tarifvertrag, also der Tarifvertrag Ihrer Branche, in dem Ihr Betrieb anzusiedeln ist und Ihrer Region, in der Sie räumlich sitzen, in Zukunft eine solche abweichende Höchstüberlassungsdauer vorsieht. Eine erste Regelung dazu liegt vor, seit jetzt rund etwas mehr als 48 Stunden. Das ist der TV Leitz, der Tarifvertrag für Leih- und Zeitarbeit der Metall- und Elektroindustrie.
der ein relativ komplexes System einer abweichenden Höchstüberlassungsdauer vorsieht, wonach jetzt im, sagen wir mal, vereinfacht Grundfall zukünftig für Betriebe der Metall-Elektroindustrie nicht 18 Monate, sondern 48 Monate gelten können. Je nachdem, welche Regelung Sie heute schon haben, ob Sie schon eine Betriebsvereinbarung haben oder nicht, da können wir vielleicht gleich nochmal im Fragenteil darauf eingehen. Aber das ist ein Beispiel, jetzt top aktuell, vor wenigen Tagen erst verabschiedet und weitestgehend noch gar nicht greifbar, wonach Sie eben nicht mehr auf den gesetzlichen Grundfall von 18 Monaten angewiesen sind, sondern eine tarifliche Regelung nutzen können auf Kundenseite, die das eben deutlich erweitert. Diese tariflichen Regelungen auf Kundenseite können zweierlei vorsehen. Zum einen können Sie die Höchstüberlassungsdauer schlichtweg im Tarif abweichend bestimmen. Steht im Tarifvertrag selber drin, es sind nicht 18 Monate, es sind 24 Monate. Zum anderen können Sie diese tariflichen Regelungen wiederum dem Betriebsrat Ihres jeweiligen Betriebes die Rechtsmacht geben, zu sagen, Betriebsrat, du kannst mit dem Arbeitgeber, dem Endleiher, dem Kunden, eine Betriebsvereinbarung schließen, wonach die 18 Monate gesetzliche Höchstüberlassungsdauer oder die 24 Monate, wie sie vielleicht in einem Tarifvertrag drinstehen, nochmal erweitert werden können auf 36 Monate, 48 oder wie du willst. Also diese Tariföffnungsklausel, diese Regelung im Tarifvertrag kann zweierlei vorsehen, entweder eine konkrete, anderslautende Überlassungshöchstdauer oder eben halt die Erlaubnis an die Betriebsparteien, an Arbeitgeber und Betriebsrat, ihr könnt eine Betriebsvereinbarung schließen über eine abweichende Höchstüberlassungsdauer und da funktioniert das so. Anwenden kann dieses System im ersten Schritt jedes Kundenunternehmen, das seinerseits tarifgebunden ist. Jedes Unternehmen, das also selber Mitglied des Arbeitgeberverbandes ist. Wir haben jetzt einen TV-Leist der Metall-Elektroindustrie vorliegen. Wenn also Ihr Kundenunternehmen Mitglied des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall oder Metall NRW oder Südwestmetall in Stuttgart oder ähnliches ist, dann können Sie diesen Tarifvertrag unmittelbar nutzen, ohne dass es dafür noch einer weiteren Umsetzung bedarf. Und wenn Sie dann keinen Betriebsrat haben und wenn Sie deswegen keine Betriebsvereinbarung schließen können, ist gar nicht schlimm, dann gilt für Sie aus dem Tarifvertrag heraus eine 48-monatige Höchstüberlassungsdauer. Setzt aber voraus, dass Sie, Ihr Unternehmen tarifgebunden ist, nicht die Muttergesellschaft, nicht so insgesamt der Konzern, sondern das einzelne Unternehmen, das als Endleiher auftritt, muss den Nachweis erbringen können, tarifgebunden zu sein. Und USG, genauso wie alle anderen Personaldienstleister, werden von Ihnen diesen Beleg brauchen, weil wenn USG von der Höchstüberlassungsdauer abweichen will, wenn USG länger als 18 Monate Ihnen einen Mitarbeiter überlassen möchte, dann müssen die das entsprechend im Überlassungsvertrag dokumentieren und müssen sagen, okay, wir können hier länger als 18 Monate, weil hier ist eine Tarifbindung, Metall-Elektroindustrie und Metall-Elektroindustrie sagt 48 Monate, siehe Anlage. Da kommt eben halt der Umstand zum Tragen, dass die Unternehmen der Personaldienstleistungsbranche spätestens alle 3-4 Jahre eine Turnusprüfung der Bundesagentur für Arbeit erhalten, sicherlich jetzt in diesem Jahr noch viel stärker, noch viel konzentrierter, und man dort eben die USG prüfen wird, warum habt ihr die 18 Monate überschritten, warum habt ihr geglaubt, dass das geht, dass das zulässig ist. Und da werden die einen entsprechenden Nachweis führen müssen, weil andernfalls über das Hauptzollamt gegen Sie als Kunden und eben gegen USG als Dienstleister ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden würde. Also das wird die Aufgabe von USG sein, auf Sie zuzukommen in diesem Zeitraum der nächsten Monate, um dort eine Dokumentationslage zu schaffen und mit Ihnen zusammen durchzugehen, auf welchen Fall können wir uns hier berufen, sind Sie dort tarifgebunden, können Sie einen solchen Tarifvertrag für sich nutzen, ja, nein. Auch wenn Sie nicht tarifgebunden sind, wenn Sie also keinem Tarifvertrag unterfallen oder sich am Tarifvertrag nur anlehnen, wie das immer so schön heißt, wenn die IG Metall um 3% erhöht, dann gucken wir auch nochmal auf die Löhne und machen wahrscheinlich auch so 2-3%. Wenn Sie nicht tarifgebunden sind, können Sie gleichwohl einen Tarifvertrag, der für Sie fachlich passt, also Sie sind metallverarbeitend, dann eben halt Metall-Elektro, und der für Sie räumlich passt. Sie sitzen in Köln und das ist der Tarifvertrag NRW. Einen solchen Tarifvertrag können Sie für sich nutzen, brauchen dafür dann aber eine Betriebsvereinbarung mit Ihrem Betriebsrat. Dann müssen Sie mit Ihrem Betriebsrat zusammen eine Betriebsvereinbarung schließen und sagen, lieber Betriebsrat, wir beide sind uns doch einig, dass der TV-Leitz auch in unserem Betrieb gelten soll. Und dann werden Sie über den TV-Leit, den Sie auf diese Weise über die Betriebsvereinbarung für gültig erklären, eben auch von der 18-monatigen Höchstüberlassungsdauer befreit und kommen dann eben auf 48 Monate Höchstüberlassungsdauer oder ähnliches.
setzt aber eine Betriebsvereinbarung voraus. Bedeutet auch, wenn Sie keinen Betriebsrat haben, können Sie natürlich das Vehikel nicht nutzen, weil Sie ohne Betriebsrat keine Betriebsvereinbarung schließen können. Dann bleiben Sie bei der gesetzlichen Höchstbelastungsdauer von 18 Monaten. Weigert sich Ihr Betriebsrat mit Ihnen, eine entsprechende Inbezugnahme des TV-Leits zu vereinbaren, bleiben Sie ebenfalls bei der gesetzlichen Höchstbelastungsdauer von 18 Monaten. Also Sie müssen den Fall für sich prüfen, müssen sagen, was greift für uns? Erstens, sind wir tarifgebunden, sind wir es nicht. Zweitens, wenn wir tarifgebunden sind, haben wir einen einschlägigen Tarifvertrag unseres Verbandes, der schon greift. Andersrum, wenn wir nicht tarifgebunden sind, gibt es einen solchen einschlägigen Tarifvertrag in unserer Region für unsere Branche? Können wir den für uns nutzen? Und dann jeweils brauchen Sie eine Betriebsvereinbarung, um das für sich dann einzubeziehen und Ihren Betriebsrat als gültig zu erachten. So im Überblick. Vielen Dank, Herr Dr. Bertram. Ja. Ähnlich wie beim Management der Equal-Pay-Fristen stehen uns auch hier zahlreiche Tools und Lösungen zur Verfügung. In jedem Fall werden wir die Höchstbelastungsdauer planen, managen und einen Verstoß verhindern. Zum einen dient hierfür auch das zuvor beschriebene Tool der taggenauen Überwachung von Fristen pro Mitarbeitern. Sowohl unser internes als auch das Tool, das wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen möchten, berechnen alle Fristen zu Equal Pay und auch der Höchstüberlassungsdauer. So haben wir natürlich in einem Tool alle relevanten Themen und Fristen im Blick. An dieser Stelle möchten wir kurz darauf hinweisen, dass wir datenschutzrechtlich bereits für Sie die Verwendung der Sozialversicherungsnummern geprüft haben. Die Verwendung in Tools und Datenbanken sowie der Austausch dieser Informationen ist in diesem Fall uns allen erlaubt. Die Gesetzgebung räumt uns allen diese Möglichkeit im Rahmen unserer Verpflichtungen zur Prüfung ein. Neben den Tools gibt es selbstverständlich die Möglichkeit, im Rahmen eines Master-Vendor-Konzeptes eine Lösung zu bieten, zentral die Verwaltung der AEG-Regelungen und Verpflichtungen zu übernehmen. Mit USG und den Marken Unique, Technicum und Secretary Plus haben Sie einen Partner, der selbst ein börsennotiertes Unternehmen ist und entsprechende Sorgfaltspflichten an den Tag legt. Bei uns hier in München arbeitet ein sechsköpfiges Expertenteam Qualitätsmanagement und Revision permanent an diesen Themen. Hier wird zentral organisiert und kontrolliert für USG Deutschland und eine korrekte Umsetzung von Anforderungen sichergestellt. Das beinhaltet zum Beispiel, dass Vertragsvorlagen zentral in Systemen hinterlegt sind, genaue Prozessbeschreibungen und Tools programmiert und geschult werden. Wir können es daher leisten, für Sie der zentrale Ansprechpartner für alle Fragen rund um eine korrekte und effiziente Umsetzung der AEG-Anforderungen zu sein. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie diesbezüglich Interesse haben. Neben diesen Möglichkeiten, Tool, Master-Vendor, Lösungskonzepte, haben wir für die Überwachung der Fristen selbstverständlich noch ein zweites Netz, das wir nicht vergessen dürfen. Im Rahmen des Drehtüreffektes und anderer Verpflichtungen prüfen wir bereits heute jeden Mitarbeiter, den wir Ihnen überlassen, auf Voreinsätze in Ihrem Haus. Dies werden wir selbstverständlich mit großer Sorgfalt auch weiterhin vornehmen. Somit wissen Sie automatisch, dass jeder Mitarbeiter, der bei Ihnen startet, bereits auf eine Vorbeschäftigung hin geprüft wurde und etwaige Vorarbeitszeiten von uns berücksichtigt und in den Systemen angerechnet werden. Unter dem Strich ist festzuhalten, mit unseren Tools und Lösungen sichern wir eine klare Planung und vermeiden Verstöße und Risiken. Ich übergebe nun das Wort wieder an Frau Benedikt Ortem. Vielen Dank, Herr Geier. Ja, liebe Kunden und liebe Kundinnen, wir haben jetzt im kurzen Überblick, beziehungsweise fast eine Stunde jetzt, darüber gesprochen, über die wichtigen Themen der AEG-Reform, und zwar Konkretisierungspflichten, Equal Pay und die Höchstüberlassungsdauer. In der Tat ist die AEG-Reform noch komplexer mit anderen Themen, andere kleine Veränderungen, die Sie hier unten sehen. Und da, Herr Dr. Bertram, vielleicht ganz kurz und prägnant, was bedeuten hier diese drei Punkte, die wir hier unten sehen? Sehr gern. Kurz auf den Punkt gebracht. Der Gesetzgeber hat die Regelung zum Verbot des Einsatzes von Streikbrechern aus der Zeitarbeit erweitert. Sie als Kunde dürfen, wenn in Ihrem Betrieb gestreikt wird, vom Grundsatz her keine Zeitarbeit mehr einsetzen. Das gilt aber nur insoweit, als dass die Zeitarbeitnehmer
entweder Arbeiten erledigen, die sonst die streikenden Mitarbeiter erledigt hätten. Also Ihr Mitarbeiter Müller streikt und dann setzen Sie den Zeitarbeitnehmer mit den Arbeiten ein, die sonst der Müller gemacht hätte. Das ist unzulässig ab 1.4. Oder aber Sie setzen für die Arbeiten des Müllers Ihren Herrn Meier ein und dann setzen Sie einen Zeitarbeitnehmer dafür ein, dass er die Arbeit von Herrn Meier übernimmt. Auch dieses Durchrotieren von Arbeit ist unzulässig. Wenn Sie demgegenüber in der Warenannahme bestreikt werden und haben oben im Büro einen Zeitarbeitnehmer sitzen, dann können Sie das auch durchlaufen lassen, völlig unberührt davon, dass der Streik greift. Aber die Verpflichtung liegt bei Ihnen. Und ganz wesentlich, das Verbot des Streikbrechereinsatzes ist mit einem Bußgeld von 500.000 Euro bebußt. Also da muss man sehr genau hingucken und insbesondere die Informationen auf die Betriebsebene runterlegen, dass dort, wo dann tatsächlich gestreikt wird, erkannt wird, dass da Zeitarbeitnehmer im Einsatz sind. Punkten 2 und 3, wenn man will, einmal zusammengegriffen, das ist nicht im AÜG selbst verortet, sondern da geht es um Ihre innerbetrieblichen Regelungen. Zum einen sind Sie zukünftig verpflichtet, immer dann, wenn Sie Fremdpersonal beauftragen, den Betriebsrat vorzeitig, vorhergehend und umfassend darüber zu informieren, damit der Betriebsrat prüfen kann, ob das vielleicht im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz unterfällt. Also die Informationspflichten, die Sie haben, wenn Sie einen SAP-Berater reinholen, wenn Sie die Wirtschaftsprüfer 6 Wochen bei sich sitzen haben oder Ähnliches, sind an der Stelle erweitert. Der Betriebsrat soll anhand der Unterlagen prüfen können, ob das Werkdienstverträge sind, saubere Fremdbeauftragung oder ob das letztendlich vielleicht doch eher AÜG wäre. Und letzter Punkt auch bei Ihnen, dass Mitbestimmungsrecht ist insoweit schärfer gezogen worden, als dass grundsätzlich ab sofort alle Zeitarbeitnehmer bei den Maßzahlen des Betriebsverfassungsgesetzes insbesondere mitzählen. Wenn Sie also 98 Mitarbeiter bei sich selbst beschäftigen und 5 Zeitarbeitnehmer, selbst nur für eine Woche, dann überschreiten Sie die Maßzahl von 100 mit der Folge, dass Ihr Betriebsrat verlangen kann, dass ein Wirtschaftsausschuss bei Ihnen gegründet wird, wofür die Maßzahl von 100 Beschäftigten erforderlich ist. Also auf diese Weise werden alle internen Maßzahlen, Größe des Betriebsrats, Freistellung eines Betriebsratsvorsitzenden oder Ähnliches, jetzt unter Einschluss der Zeitarbeitnehmer berechnet. Einzige Ausnahme dort, wo ein Gesetz als Ganzes von der Anzahl der Arbeitnehmer abhängig ist, die Sie beschäftigen. Einfaches Beispiel, das Kündigungsschutzgesetz greift nur dann, wenn Sie im Betrieb mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigt sind. Bei der Berechnung dieser 10 greifen Zeitarbeitnehmer nur dann ein, sind nur dann zu berücksichtigen, wenn diese länger als 6 Monate bei Ihnen eingesetzt sind oder, Vorsicht, eingesetzt sein sollen. Also auch dort, wenn Sie einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag von vornherein auf 8 Monate abschließen, weil Sie sagen, den brauche ich jetzt so lange, dann zählt dieser Mitarbeiter vom ersten Tag an mit. Und so dass Sie dann auch unter Einschluss der Zeitarbeitnehmer berechnen müssen, ob Sie über diese 10 Personen und damit über die Grenze der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes rutschen. Dass diese 3 noch am Rande liegenden Regelungen, die für Sie eher nochmal Merkposten sein sollten, dass Sie da vielleicht ein Auge drauf werfen. Vielen Dank. Ich denke für Sie, liebe Kundinnen und Kunden, es sind wichtige Informationen, gerade was die Themen Betriebsrat angehen. Und im Streikfall, da waren wir sowieso in der Vergangenheit auch sehr, haben wir das Thema sehr ernst genommen, auch wenn unsere Wettbewerb teilweise lockerer damit umgegangen ist. Ich habe noch eine Frage, Herr Dr. Bertram, denn in den letzten Wochen und Monaten durch die Ankündigung der AÜG-Reform kam natürlich öfter sowohl direkt zu mir als auch zu meinen Vertriebskolleginnen und Kollegen die Aufforderung von den einen oder anderen Kundenunternehmen, dass sie gerne auf Werkverträge umstellen möchten als Alternativ, um dann entsprechend diese Höchstüberlassungsdauer und auch überhaupt alles, was die AÜG-Reform mit sich bringt, ja, nicht für sich relevant zu haben. Ja, wir raten aktuell massiv davon ab. Der Gesetzgeber hatte ja ursprünglich seine Reform gestartet und wollte auch die Beauftragung von sogenannten Scheinwerkverträgen mit der Reform deutlich eindämmen. Das ist ihm dann letztendlich nicht gelungen, weil die Wirtschaftsverbände sich dagegen stark zur Wehr gesetzt haben. Gleichwohl sind einige empfindliche Dinge übrig geblieben. Im AÜG ist jetzt vorne in § 1 neu geregelt, dass eine Arbeitnehmerüberlassung immer dann schon vorliegt, wenn Sie eine fremde Person, ein Drittpersonal in Ihre Arbeitsorganisation eingliedern.
Es ist also nicht erforderlich, dass Sie dafür ausdrücklich einen Arbeitnehmerlassungsvertrag schließen, sondern das AÜG greift immer dann zu, wenn Sie irgendwie arbeitsteilig zusammenarbeiten und insbesondere dann, wenn dieses Fremdpersonal im Rahmen eines sogenannten Werkvertrages bei Ihnen auf dem Betriebsgelände arbeitet. Das ist der Zugriffspunkt für das Hauptzollamt. Sie haben für das Jahr 2017 den Prüfungsschwerpunkt Abgrenzung Werkdienstverträge versus Arbeitnehmerlassung gewählt, weil die natürlich befürchten, antizipieren, dass es jetzt eine starke Ausweichbewegung rein in sogenannte Werkverträge geben wird. Also dort, wo man sich nicht wirklich ganz, ganz sicher ist, dass man einen sauberen Werkvertrag hinbekommt. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, was das erfordert. Wo man nicht von vornherein den Leistungsgegenstand sehr, sehr klar umreißen kann, sondern wo man darauf angewiesen ist, dort in einem permanenten Austausch zu leben, immer wieder nachzujustieren, was sollst du denn heute machen oder was sollst du denn diese Woche machen, sollte man von den Werkverträgen deutlich wegbleiben. Zum einen, weil eben die Prüfdichte dort sehr, sehr stark anwachsen wird dieses Jahr. Zum anderen, weil das System jetzt vorsieht, dass diese ganzen Strafandrohungen des Arbeitnehmerlassungsrechts greifen, wenn dort da verdeckte Arbeitnehmerlassung stattfindet, mit Pönalen bis 500.000 Euro, mit Entstehung von Sozialversicherungspflichten und Strafbarkeitsrisiken etc. Und vor allem auch, weil diese alte Regelung entfällt zum 1.4., dass es genügt hat für den Kunden, wenn der jeweilige Dienstleister eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerlassung hatte. Das war dem Gesetzgeber ein ganz massives Dorn im Auge. Sie können heute den wildesten Scheinwerkvertrag schließen, der sich bei weitem von dem Bild des Werkvertrages entfernt. Solange nur der Dienstleister eine Ü-Erlaubnis in der Schublade liegen hat, trug der jeweilige Kunde keinerlei Risiko. Das war für den Dienstleister ein Problem dann, aber beim Kunden kam nichts an, weil die AÜ-Erlaubnis ihn geschützt hat. Das fällt mit dem 1. April weg. Das heißt, alle Rechtsfolgen dieser Scheinwerkverträge rutschen auf die Kundenseite. Dort entstehen die entsprechenden Lohnpflichten, dort entstehen die Strafbarkeiten wegen Nichterführung von Sozialversicherungsbeiträgen. Durch diese Überwachung, durch diesen Übergang des Arbeitsverhältnisses auf den jeweiligen Kunden als Rechtsfolge. Deswegen, Werkverträge, alles gut, ja, insbesondere dort, wo man ein klares Leistungsbild hat, das man von vornherein beauftragt, insbesondere dort, wo die Leute des Werkunternehmers nicht integrativ mit ihren Mitarbeitern zusammenarbeiten, wo sie also eine räumliche Trennung haben, wo sie die Sachen auf den LKW laden, ein paar Kilometer darüber fahren, dort werden die bearbeitet und gehen wieder zurück, wo also so eine eigenständige Steuerung, eine eigenständige Betriebsorganisation des jeweiligen Auftragnehmers gewährleistet ist. Ja, aber sobald Sie dort Einfluss drauf haben, sobald der Kunde sagen kann, ihr drei kommt mal eben mit, wir müssen dringend einen anderen Auftrag vorziehen oder ähnliches, sobald ein unmittelbarer Zugriff auf die eingesetzten Personen erfolgt, dass man nicht mehr oben über die Ebene des Geschäftsführers geht und sagt, ich rufe mal meinen Dienstleister an, die sollen hier rauskommen und unsere Maschine reparieren, sondern die Leute sind vor Ort und werden unmittelbar gesteuert, hält das einer Werkvertrags-Dienstvertragsüberprüfung nicht stand? Und da reden wir dann nämlich nicht mehr über Arbeitsrecht und so Lohnnachzahlen oder ähnliches, sondern reden wir in der Konsequenz über Strafrecht mit den entsprechenden Publizitätsschäden, wenn das in die Zeitung kommt, und der persönlichen Strafbarkeit des jeweiligen Geschäftsführers und natürlich desjenigen, der den Einsatz koordiniert oder ähnliches. Also da wäre nochmal das, was unten in dieser Präsentation, unten in so einem hellgrau geschrieben ist, ja, dass diese Anforderungen an Werkvertrag müssen extrem ernst genommen werden. Das ist ein deutlicher Unterschied zu früher. Und in der Betrachtung jenseits jeglicher Betrachtung als Kavaliersdelikt oder ähnliches, weil wir sehen über die Breite von Kleinstdelikten, dass sie da heute Strafbarkeiten drauf verhängen. Vielen Dank, Herr Dr. Bettram. So, liebe Kundinnen und Kunden, als Zusammenfassung von unserem Webinar heute war es uns wichtig, wie gesagt, von den wichtigen Punkten von der AÜG-Reform Sie darauf aufmerksam zu machen, erstmal, was es bedeutet, aber vor allem, was tun wir für Sie, damit sichergestellt wird, dass ab 1.4. Sie sich keinen Gedanken machen müssen in unsere Zusammenarbeit. Sie kennen uns als sehr zuverlässige Partner, die immer dafür gesorgt haben, dass alles rechtlich absolut korrekt abläuft, und genauso wird es auch in die Zukunft. Wie Herr Geier sagte, wir haben hier in München ein Team an wirklich Experten, begleiten auch von Herrn Dr. Bertram, wo wir uns sehr mit den Themen auseinandersetzen und wir ab 1.4. die AÜG-Reform absolut sauber umsetzen werden und Ihnen dann ein paar Tools zur Verfügung geben werden, wenn Sie es möchten, die in Ihrem Betrieb, in Ihren Unternehmen Ihnen auch das Leben erleichtern.
Wir haben diese Themen hier besprochen, Konkretisierung und Kennzeichenpflichten, EQLP, Überlappungsdauer, Kettenverleih, was bereits auch schon relevant ist, das Thema Streik, was auch sehr relevant war, Mitbestimmung des Betriebsrates und zuletzt das Punkt Werkverträge, wo wir, glaube ich, sehr deutlich gehört haben, es ist auf keinen Fall eine Alternative ab 1.4. zu dem Arbeitnehmerüberlassung ist. Jetzt steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, Fragen zu stellen, sowohl an Herrn Dr. Bertram, an die